Das Buch, was ich heute vorstellen möchte, heißt Trokosi und spielt in Ghana. Trokosi ist der erste Kriminalroman von Craig Quartey. Es ist eine relativ konventionelle Kriminalgeschichte um den Mord an einer jungen wissenschaftlichen Mitarbeiterin, die in einem AIDS-Hilfeprogramm arbeitet und tot ermordet aufgefunden wird. Kurze Zeit später kommt ein Inspektor Dawson aus der Hauptstadt Accra hinzu, der bei den Ermittlungen helfen soll. Für ihn beginnt das schon mit einem Bauchgrin, überhaupt in diese Region zu fahren, weil da vor knapp 25 Jahren seine eigene Mutter spurlos verschwunden ist. Mir gefällt Trokosi so unglaublich gut, weil es mich wirklich für Stunden in eine andere Kultur, in eine andere Welt, in andere Bräuche geführt hat und das auch ganz lange nachhaltig angehalten hat.